Ich erinnere mich noch genau, es war eines Tages, da war ich ziemlich mies drauf. Bin durch die Gegend gelaufen, hab rumgeschmollt, hab gegen Steine getreten, hab gesagt, ja, blöder Stein, geh weg. Tret, 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 ne? Hier Sternchen, tret, Sternchen. Es schien ein Licht vom Himmel. Es schien sogar nach unten hin, zu mir, direkt vor meine Füße und auf den Stein, den ich gerade weggetreten habe. Und der Stein hat gesagt, aua! Und dann habe ich den Stein mal genauer angeschaut und habe festgestellt, der gehört jemandem, der über diesen Stein halt aua geschrien hat. Und der andere war der Basti. Ich wollte nur mal erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja, ja, so war das tatsächlich. Ja. Und seitdem bin ich mit diesem Stein befreundet. Und der Knasti ist halt, der hängt da auch mit dran irgendwie. Ja. Und ist irgendwie halt ständig da. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, wenn er schon mal da ist, dann kann man auch mit ihm aufnehmen. Ja, der Stein kann halt nicht reden. Nee. Aber eigentlich ist es tatsächlich so. Eigentlich, dieser Stein ist die Verbindung zwischen Rami und mir. Es ist einfach so, ohne diesen Stein gäbe es uns gar nicht. Mhm. Ich nenne ihn auch heimlich den Heiligen Stein, weil er halt so erleuchtet wurde und uns zusammenhält in diesem Bund der Portal-Ehe. Ja, wir müssten jetzt quasi zwei ineinander, wie Ringe, die so ineinander gehen, müssten jetzt die zwei Portale. Ich fände es cool, so, wenn man das Yin-Yang-Zeichen mit unseren beiden Figuren hier darstellen könnte. Stimmt. Das wäre mal der Knaller, wenn die Punkte dann die Portalkanonen wären. Das wäre echt der Knaller. Das wäre super, das würde ich ja selber gerne zeichnen, aber dann habt ihr ja nichts mehr zu tun da draußen. Stimmt allerdings, ihr müsst vor allem. Ja, jeder, auch die, die nicht zeichnen können. Das wird dann besonders interessant. Genau, ihr müsst definitiv irgendwie, ne? Ich finde das gerade mal echt gar nicht so schlecht. Ja, ich finde es ja auch nicht schlecht. Ich mache hier keinen schön. Spaß. Das ist, nee, ich auch nicht. Wir machen viel Spaß hier. Das ist auch die Geschichte eben war der pure Ernst. Ja, absolut. Was hat das alles mit The Art of Cooperation zu tun? Wahrscheinlich dadurch, dass wir kooperieren. Wahrscheinlich. Das ist Bezug, ja. Ich meine, wer braucht schon Bezüge? Vielleicht Bett, aber sonst, nö. Ja, auf dem Bett sind Bezüge gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Weil ansonsten stell dir mal vor, du würdest immer auf der unbezogenen Matratze schlafen. Die würde ja so stinken. Das stimmt. Blech. So, mit diesen wunderschönen Gedanken schmeißen wir uns einfach mal in The Art of Cooperation vor. Ich bin gespannt. Wie entspannt bei Lacken. Ha, wird Spitzenwitz, die muss ich mir noch eh mal bringen. Ja, spielen. Was hast du denn da jetzt? Es ist Hallo? Schön, was du da machst. Ich bin Peabody. Das klingt, als ob du zum Buddhismus übergelaufen wärst. Bräuchtest du jetzt so ein halbes Monokel, damit das passt? Ich meine, du hast ja nur ein Auge. Bei einem Monokel ist ja nur nur die Hälfte der Augen verdeckt. Also müsstest du ein halbes haben. Stimmt eigentlich. Ich glaube, das ist ja der fancy Part dabei, dass halt immer nur die Hälfte verdeckt ist. Fancy? Das ist quasi wie ein Bikini für die Augen. Das ist ja auch weniger bedeckt. Das ist auch neu, oder? Ja, das ist auch neu. Ja, ich klau dir einfach mal den Kopf. Au! Hier hast du deinen eigenen Facepalm. Aua! So, Arschloch. Ey, ich dachte, du bist Peabody. Peabody. Sag doch nicht Arschloch. Er sagt Arschloch. Du bist doch gerade so im letzten Moment vorbeigegangen. Wäre auf dich draufgesprungen. Ja, das wäre brutal tödlich gewesen. Das hätte ich gut gefunden. Was schäl wie du es dranken? Sela, was schäl. Oh. Hier müssen wir hoch. Doch. Jeweils. Ja, ich nehme Jorro. Weißen die erste. Was? Warte mal. Hier müssen wir jeweils. Genau. Warten Sie mal. Also da kommen wir hoch, da kommen wir hoch und da kommen wir hoch. Wo fangen wir an? Fangen wir da hinten an? Oh. Was? Wie mein Schöner hier sitzt, immer auf dem gleichen Dings bleiben kann, ist ja cool. Oder nicht? Weiß ich nicht, was wir als erstes machen. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Die unten sind noch überall Würfel. Halter. Würfel. Haha. Haha sind da.
Aber was muss hier passieren eigentlich? Da oben ich mein, den Ball. Ich habe ja den Ball gelöst hier. Wahrscheinlich muss das Ding, der Shrek-Strich, muss ausgestrichelt werden. Also genau. Ist schon richtig hier. Pau. Schwengel. Schwengel. Aha. Musst du runterfallen. Das ist korrekt. Oh, ich hatte versucht, dass es passt, aber es passte nicht. Ha! Ha! Was im Weg? Hä? Oh. Mach ich gar nicht. Hä? Hast mich noch nicht mal berührt. Natürlich. Ist nicht. Bei mir schon. Ja. Aua. Ist, dann hätte das auch funktioniert. Hui! Hey! Yep. Das ist ja auch mal cool. Brrr. Au! Mm. Okay, das war's auch mit der Coolheit. Ich glaube, wir müssen uns wirklich da in der Mitte treffen. Tatsache. Sonst geht das ja kaum. Mal gucken, ob wir das Timing zufällig hier, richtig hinbekommen. Wie kommen hier rumgeschleudert wird. Ja, warte mal, ich bleibe ein bisschen schlecht stehen. Muss ich sagen. Ich komme. Ich bin auch stehen. Oh. Da siehst du. Nein! Ich bin drauf. Da unten ist jetzt offen, jetzt offen, jetzt offen. Dann lass uns in diese Öffnung jetzt hinein. Hey, du stehst im Weg. Ich kann da nicht durch, du stehst immer im Weg. Oh. Peon. Oh, sagst du was? Bist du ein Peon? Ach so. Was ist das denn da für eine Konstruktion? Das ist ja süß. Oh. Der Schick. C'est magnifique. Benötigt ein, oh hier. Schwüppchen. Schwupf. Schwüppchen. Schwupf. Jetzt sabbert man das, also ich sabber dabei hier das Mikrofon voll. Schwupf, widerlich. Ja, ich bin immer widerlich. Du bist widerlich. Du bist ein Widerwart. Ich bin wieder erwarten, ein Widerwart. Oh. So na bitte. Aus. Na bitte. Na bitte. Ah. Wo müssen wir hin? Hüpf, hüpf, hüpf. Das reicht nicht. Oh, das reicht doch. Hä? Ah. Ich weiß nicht genau. Vielleicht muss man das umlenken. Wir hier. Müssen die Blöses müssen. Nee, oder? Blöses. Ich hätte gedacht, dass wir die Blöse ist, einmal daran und einmal daran und dann so hin und her springen, wenn sie verstehen, was ich meine. Das ist warm wie möglich, Shade. Wobei, ja, doch. Ich glaube, es funktioniert aber nicht. Natürlich, da geht doch überall, hier da oben, kann man überall Dinger hinmachen. So. Was war das denn jetzt? Ich musste mich einmal räuspern. So, möchtest du dich jetzt draufstellen? Ich stelle mich drauf. Oh, das ist, nee, das, ich darf das nicht. Ah, okay. Oh. Ich verstehe das dann so. Machst du da einmal die Reihe darüber? Genau. Genau. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Genau. Ah, das ist schön, das ist schön. Und das klappt jetzt. Oh ja, das klappt sogar. Ach, abgegraced ist das. Reicht das schon? Ja. Nee, immer nochmal ordentlicher. Das muss alles angepinselt werden hier. Lalala. Das ist ja. Aua! Zu weit. Ich finde das Prinzip ist cool. Setz da nochmal einen Fleck hier oben hin. Das ist mal so schmal hier. Oh, ich hätte vorne nach vorne laufen müssen. Man hat echt nur eine begrenzte Dinge. Ach ja, du kannst ja auch mit hoch. Ja. Zack, zack, zack. Oh, nein. Das war zu wenig. Tiefer, tiefer, nein. Das ist nämlich das Problem hier. Tiefer, oh ja, tiefer. Ja, von direkt von hier aus. Oh. Was? Was? Schwengel! Schwengel! Tiefer! Oh. Hast du den Tieferbolz aber auch nicht so oft, oder? Man darf doch nicht hochspringen dabei. Ha! Man muss nämlich ganz unten anfangen auf den Teilen da. Bist du gerade konzentriert? Nee, ja, nee. Na? 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 Oh. Ich hab's geschafft. Ich will auch nochmal, ich will auch nochmal. Okay. Okay. Du musst halt wirklich da runterlaufen quasi. Ja. Genau, das ist schön, das macht so fein. Nein, ich bin zu hoch! Ich drück einfach mal.
Er hat es geöffnet. Korrekt. La la la. Was passiert la, hier? La. Ah, oh. Ah, guck mal. Ich gucke. Der bist Ball. Du weiter jetzt hier? Ich bin hier unten reingegangen, hab schon mal den Ball weiter verfrachtet. Okay. Hallo. Okay, hallo. Hallo. Der Ball ist jetzt von dort ja. unten gesprungen, dort rein. In die Peter. Okay. In die Maria. Ich verstehe. Sind zwei Mariah. Mariah. Hast du auch mal ein Lied? Von, Ja, wie hieß denn das? Weiß ich nicht. Was sagst du da? Wir sind gleich gesprungen. Das war lustig. Ach so, okay. Dann haben wir verschiedenen Humor. So, was ist hier unten? Hä? Warum kommen wir. Ach, hier brauchen wir einen Würfel. Ich dachte gerade, hä, warum kommen wir denn schon hier runter? Aber das bedarf eines Würfels. Hä? Da oben ist der Würfel. Schwengel! Schwengel! Was haben wir davon? Häpp! Boing! Häpp! Boing! Oh! Hä? Was war das? Hat dich hochgestoßen? Ja. Ich glaube, das sollte nicht so. Tatsache, sonst wäre man ja echt nicht hochgekommen. Okay. Ah. Vielleicht sollte man das doch so machen. Das hat nur keiner gecheckt. Wäre ja mal ein krasser Zufall. Ich habe die Befürchtung, dass vielleicht irgendwas nicht funktionieren wird. Okay, jetzt fährt es da hinten hoch. Gehst du da mal runter? Ach, hier musst du auch hin, glaube ich. Muss ich das? Oder warte mal. Okay. Nee, hier muss ja. Achso, okay, nee, hä? Also, irgendjemand muss da rüber, wie es aussieht. Ja, aber wie soll ich da hochkommen? Müsstest du eigentlich da hinüberspringen? Achso, ja, warte mal. Ja, fahr mal das Ding in den Fahrstuhl hoch, bitte. Achso. Ja. Aha. Oh. Bist du der Skatman? Ja. Da. Wie oft ist Skatman jetzt schon in unseren Folgen hier aufgetaucht ist? Das ist schlimm. Ja, um es mal gesagt zu haben, was passiert jetzt? Also da hinten, da wo ich gerade war, da ist auch eine Portalfläche. Okay, wie soll ich da hinkommen? Ja, was haben wir jetzt falsch gemacht, glaube ich? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Warte mal, die Fläche dreht sich erst. Achso, ich hätte da hinten. Warte, ich muss nochmal zurück. Moment. Ja. Schwengel! Einmal nach oben bitte. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, du machst das toll. Aha. So, jetzt mache ich hier den. Jetzt mache ich so. Jetzt muss ich hier nochmal. Einmal kurz runter bitte. Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ja, herrlich. Und wieder auf. Oh, schön. Oh, das war ehrlich. Knapp. Und Schwengel! Das machst du so schön. Dankeschön. Ich möchte ein Poster von dir. Das kann ich gut verstehen. Wie Michael Jordan. Soll ich darüber? Ja, bitte. Michael Jordan und Michael Jackson. Ich glaube, man muss einfach nur Michael heißen, damit man erfolgreich ist. Ja, ich glaube auch. Was habe ich jetzt davon? Du springst da hoch. Hui. Auf den Knopf. Ich werde nach oben gefahren. Oh. Und nun springe ich auf die blaue Doppe und hol mir den. Ach, du bist ja einer. Schwing. Nein. Fein. Sehr gut. Sehr gut. Das war schön. Hier, bitteschön. Ja. Du darfst ihn gerne dort ablegen. Meinst du? Ich meine. Aber du bist doch unser Nobeltyp hier. Machst du das mal bitte? Weil Nobeltypen immer die Würfel. Ja, die haben die Würfel in der Hand. Oder so. Ich beobachte, was passiert. Oh, er dreht sich um. Oh mein Gott. Ich guck, was da unten ist. Das ist ja sensationell. Nein, da ist Wasser wahrscheinlich. Ja, Wasser. Ich glaube, der kann aber gar nicht rausfallen. Der Mond. Wo ist denn der Mond? Mond. Der Mond. Der Mond, der Monte. Hm, lecker. Weiß ich gar nicht, wenn ich das letzte Mal oder überhaupt mal gegessen habe. Ich habe das letzte Mal vor einer Woche gegessen. Mhm. Da gab es die Mango, da habe ich mir direkt zweimal 6 Stück gekauft und die innerhalb von 2 Minuten weggefressen. Wie wissen ein... Wir wissen ja, dass du so ein Angebotskäufer bist. Ja, bin ich tatsächlich. Was so eine Sachen angeht, tatsächlich. Ja. Das ist ja interessant hier mal. Ist ja auch, das Problem ist, weiß man ja mittlerweile, nur wenn man bei einem Angebot doppelt so viele Sachen kauft, dann heißt es nicht, dass die auch doppelt so lange halten. Das ist immer richtig. Das Blöde. Ja. Deswegen habe ich in letzter Zeit überhaupt gar nichts gekauft in dieser
süßkramerischen Art. Was passiert? Hier blubbert's. Oh, das war hübsch. Guck dir das mal an. Soll das so? Ich denke mal ja. Jetzt müssen wir ihn abwaschen, warte. Ne, das ist noch so, hier, da ist noch die andere, die machen die senkrechten Teile da an. Warten Sie mal. Also nee, warten Sie mal. Ah. So. Genau. Und jetzt muss wieder blau. Kleinen Moment. Warte mal, ist jetzt hier? Nee, jetzt muss. Warte. Ach ja. Wow. Jetzt muss das darüber wieder aktiviert werden, genau. Machst du blö? So, nein! Haha! Nein! Du Arsch! Nein! Arsch. Verdammt! Ich meine den, ne? Den Ach so. Würfel. Warte. Müsste eigentlich jetzt einfach, müsste ich einfach nur laufen lassen, sobald er dann hier vorbeikommt. Da vorbeikommt, genau. Müsste er ja. Yep. Fein. So, einmal runtergehen kurz. Jetzt wieder draufgehen. Ich müsste hier mich hinstellen, damit nein. Keine Gefangenen gibt's. Du musst dich jetzt da wieder draufstellen, damit er nicht wieder nach oben. Ja, aber nicht jetzt sofort. Du musst ja erstmal angebunden werden. Ach ja, richtig. Werden. Entschuldigen Sie bitte. Jetzt, oh! Nein, verdammt. Nein, oh, schnell! Oh. Das ist allgemein jetzt. Warten Sie. Ja, das ist tatsächlich. Nein, jetzt ich habe mich gerade verlaufen. Kein Problem. Na komm. Die Idee ist nett, aber es ist. Wo liegt der denn jetzt? Was ist das für ein Quatsch? Aber echt, ey. So, nochmal da raufstellen, bitte. Hier rauf? Yep. Mhm. So? Nein. Zurück. Nein. Zurück. Na. Das ist aber blöd jetzt. Sag mal, wo hast du überhaupt da. Achso, okay. Ich verstehe. Ja. Hast du ständig diesen einen Schalter da? Runter bleib drauf! Du kannst einfach draufbleiben. Drauf. Nein, jetzt nicht mehr. Ja. Achso, warte mal, ich muss ja. Warte. Lass ihn mal. Ja. Sehr gut, okay. Fein. So, jetzt das hier tauschen und da. Nein! Oh! Das passt doch. So, na. Was ist denn dieses jetzt? Arschloch. Moment. Wollen wir tauschen? Wahrscheinlich bringt das auch nichts. Nochmal so. Ist er blau? Nein. Wieso nicht? Weil er falsch ist. Ich lasse ihn fallen. Oh. Jetzt ist er blö. Voll blö, ey. Da die Sauze hin und hier das Weiße. Na, der war doch eben schon Kaufst da. Du? Ja, aber jetzt so. Jetzt einfach durchfallen lassen. Wieder drauf. Genau. Jetzt muss ich jetzt drauf. Muss er, sobald er blau ist, ich dann wieder draufstellen. Warte. Geht los in 3, 2, 1. Oh, das ist aber ganz knäppel. So, jetzt muss er da wieder rüber hüpfen. Jetzt musst du zu dem anderen Ding da gehen. Muss ich da hin? Ja, Moment. Oh, oh. Warte. Oh. Warte. Ah, nee, jetzt musst du da rauf. Ja. Nee, jetzt kannst du wieder da runter. Achso, ja, richtig. Und? Nee, warte. Nein. Hat das. Warten Sie. Jetzt. Soll ich da rüberkommen? Ja, nein, du Arsch! Nein. Warte. Bisschen, der hat immer noch so viel Schwung. Ja. So. Ja, da war ich Flups. Schön. Flups. Was ist denn? Doch nicht. Ich glaube, du magst uns nicht. Aber echt, hey. Dieser olle Würfel da, ey. Das ist voll der wählerische Arsch. Warte mal, jetzt muss ich erstmal kurz. So. So. Wieso so? Bleib da! Ho. Geht doch. Hast du ihn jetzt? Ich hab ihn! Oh, jetzt, unsere Trophäe! Jetzt wird er nochmal blau, dann fliegt er hier durch. Diesmal musst du machen. Oh, weil er hat sogar ein Herz drauf. Ja. Oh, steht das für unsere Verbundenheit? Ja. Oh. Dann möchte ich den gerne umtauschen. So, es ist offen, glaube ich. Nee, warte mal. Wir kommen nicht mehr hoch. Warte mal. Wir kommen nicht mehr hoch. Ich glaube, wir kommen da jetzt nicht raus. Warum? Jetzt kommen wir raus. Siehst du? Ah. Trotzdem sind wir gefangen. Wir sind gefangen. Nee, warte mal. Kann das doch nicht sein. Wieso ist denn da jetzt ein Haken? Wir hätten das letzte dann ja sparen können. Weiß ich nicht.
Vielleicht habe ich es auch kaputt gemacht. Ausgelöst. Wir sind gefangen. Ach Mann, jetzt hast du es kaputt gemacht. Diese Illusion des Gefangenseins. Entschuldigung. Meistens ist ja Gefangensein immer. Meistens ist ja sowieso nur ein Gefangensein eine Illusion. Warte. Hä? Achso. Wurde auf. Hä? Nein. Fuck. Was ist das jetzt für ein Quatsch? Ah, das war falsch quasi hier angezeigt. Ich habe halt gedacht, okay, dann muss halt ein Haken sein und das stimmt aber jetzt. Ja, muss ja eigentlich. Ja. Jetzt müssen, haben wir jetzt alles umsonst gemacht? Jetzt müssen wir den Ball nochmal von vorne. Was machst du denn? Hier kommt Rekordtempo. Okay. Hep, 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 hep. Eigentlich haben wir ja schon geöffnet. Achso, ja, nee. Warte mal. Wir müssen jetzt nur noch die Würfel einmal wegnehmen und wieder hinsetzen. Ja. Ist ja gar nicht so easy. So problematisch. Dann bin ich einfach. Ich geh mal in das nächste hier. Stimmt, wir haben das ja alles schon hingestellt. Ja. Von daher Schlüpf. Passt dies schon. Pion. Ja, sagen Sie Pion. Schwengel. Oh, falsch. Uh-oh. Das müsste ja drin bleiben. Das hätte ich schon mal noch hier. Ich hätte nicht mehr rennen brauchen. Laufen brauchen. Wünsch der letzte hier. Hep. 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 Und ja, abgekürzt. Boah, hat nicht funktioniert. Verdammt. Bin so gut. Aber haben wir das falsch angezeigt? Das ist doch. Warte mal, jetzt geht er nämlich hin. Zack, jetzt ist es ein X. Ja, jetzt gucken wir da mal. Vielleicht ist es ja umgedrehte Welt hier. Ja. Okay. Das verstehe ich nicht. Na gut. Ich habe gedacht. Schon wieder bei mir. Du duckst dich. Ich habe halt gedacht, er würde uns verarschen, der Map-Ersteller. Deswegen habe ich gedacht, oh du Fuchs! Diese machst du mal hier anders und dann war auch falsch. Ja, das hat sich jetzt ausgefuchst. Das ist vollkommen korrekt. Das sah lustig aus. Ja, sehr alt auf Kapadaschen. Es war schön. Es war schön. Dreckst du dich gerade? Ja, Entschuldigung. Was? Das tut lustig. Gut. Ihr müsst euch ja, einfach mal strecken ab und zu. Das ist, macht man viel zu selten. Einfach so richtig versuchen. Ich mach das eigentlich den ganzen Tag lang. Im Sitzen mit den Händen die Decke zu berühren. Die Decke? Also musst du denn, wohnst du im Keller, wo das irgendwie nur einen Meter hoch ist oder wie? Nee, aber ich versuch's halt und dadurch strecke ich mich immer weiter. Aber stell dir mal vor, du hast eine Wohnung, wo man sich nicht aufrichten kann, so richtig. Das wäre Käse. Das wäre wirklich Käse. Und zwar kein leckerer Käse. Nee. Ein aller miefender Handkäse. Nee, das wäre nicht gut. Nee. Ich auch nicht. Was ist denn euer Lieblingskäse? Das war jetzt eher so eine durchschnittlich gute Frage, aber mein Lieblingskäse ist Gouda. Ganz klassisch und easy. Der schmeckt nicht so intensiv, aber auch nicht zu wenig. Wie Butterkäse zum Beispiel schmeckt mir zu wenig nach Käse, aber Gouda ist halt trotzdem so ein bisschen salzig, aber ist halt nicht so brutal wie Emmentaler zum Beispiel. Ja. So ein cooler... Hier, Gorgonzola knüppelt ja ordentlich rein. Ja, das stimmt, ey. Das ist ein richtiger Knüppel. Dann nimmst du so ein kleines Stückchen und dann bist du erstmal bedient. Ja, das stimmt. Ja. In meiner Käsesahne-Schinkensoße, die ich heute gemacht habe, ist übrigens Emmentaler drin. Aha. Das funktioniert nämlich ganz gut. Ja, ja, das ist total toll. Du nimmst einfach süße Sahne, haust die in einen Topf oder in eine Pfanne und schmeißt dann einfach geriebenen Käse damit rein und dann schmilzt der Käse und verbindet sich quasi mit der Sahne. Wird es zur Soße? Eine Käse-Sahne-Soße und da haust du dann nochmal richtig schön Schinken rein und schon hast du eine wunderbare, leckere Soße, die du auf alle möglichen Körperteile schmieren kannst. Das ist einfach toll. Ja, das stimmt. Sowas ähnliches kenne ich mit Tortellini. Dass man da auch noch ein bisschen Zitrone reinmacht. Zitrone. Schmeckt das ein bisschen abgefahrener und Pesto. Ah. Und dann ist es so schön Matschepatsch. Und dann schmeckt es lecker. Schmeckt echt gut und macht satt. Oh, ich bin. Oh. Ja, jetzt habe ich mein weltgeheimes Weltrezept verwältet. Ja, hast du tatsächlich. Ich hätte mal besser aufpassen sollen. Ja,
mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns von dieser Kochsendung hier gerade. Mit diesen Eindrücken aus der Portal-Küche schalten wir zurück ins Real Life. In den ganz großen Topf. Richtig, oh, der ganz große Topf. Weil ihr da draußen seid alle ein Topf. Für uns, genau. Ihr seid einfach nur ein. Wir herumschwimmen. Genau, wir sind quasi die Hackbällchen in eurem Gemüsefond. Das klingt irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Doch, ich glaube. Ich meine, es hat was Poetisches, aber ich glaube, die genauere Bedeutung muss noch herausgefunden werden. Das ist ja immer. Schreibt das einfach. Vergesst das mit dem Käse, schreibt einfach das in die Kommentare. Genau, richtig. Warum wir die Hackbällchen in eurer Gemüsesoße sind. Ich meine, wir haben ja schon viel erlebt im Portal, aber ich glaube, wir haben neue Ebenen erreicht. Ja, ich würde ganz gerne das mal einen Psychiater fragen. Was sagt, würde ein Psychiater dazu sagen, wenn ich sage, ich bin ja so eher das Hackbällchen in der Gemüsesoße? Ich möchte doch gar nicht weiter was zu sagen, damit ich nicht die Gedanken von den Zuschauern kontrolliere. Ja, das finde ich, gut. Ja. Deswegen schreibt es, wir lesen es dann. Genau. Und freuen uns darüber. Ja, so. Das tun wir. Vielen Dank. Bis bald. Und tschüss.